Ich liebe Kinder, aber wahrscheinlich auf eine andere Art und Weise, als Tim es tut. Denn Tim ist pädophil. Nach einigen Vorgesprächen hat sich Tim dazu entschieden, seine Geschichte auch der Öffentlichkeit zu erzählen. Deshalb treffe ich ihn nun irgendwo in der Region Hannover. Um es vorweg ganz klar zu sagen, hier geht es nicht darum, Kindesmissbrauch zu verharmlosen, sondern für ein differenziertes Denken über sexuelle Neigungen zu sensibilisieren. Tims Antworten sind nachvertont und auch der Name ist fiktiv, um seine Privatsphäre zu schützen. Tim ist nicht das Monster, das Sie sich vielleicht gerade vorstellen. Ende 20, akademischer Hintergrund, pflegt viele soziale Kontakte. Ich habe mein Coming-out gehabt, teilweise während ich selbst noch im Coming-in war. Das heißt, ich habe eigentlich noch selbst mit mir gerungen und fand es immer sehr erleichternd, wenn ich da jemanden hatte, mit dem ich reden konnte über Dinge. Bislang gab es da immer nur positives Feedback, wie ich damit umgehe. Und dass ich dadurch kein anderer Mensch bin, jetzt plötzlich, wo sie von meiner Pädophilie wissen. Du hast ja gerade vom Coming Out geredet. Ich glaube, das ist den meisten Begriff. Aber was ist denn das Coming In? Ja, das Coming In ist der Zeitraum zwischen dem erstmaligen Eingestehen der Neigung bis hin zur vollständigen Akzeptanz. Also wenn man zum Beispiel mit 16 das erste Mal von der Pädophilie hört und feststellt, das könnte auf mich zutreffen. Das ist so der Anfang des Coming-ins bis zur Akzeptanz, das bin ich. Und das macht mich jetzt nicht zu einem schlechteren Menschen oder sowas. Und wann war das bei dir und vor allen Dingen, wie hat sich das gezeigt? Also, ich habe den Begriff Pädophilie ungefähr das erste Mal gehört, da war ich 13, 14 und hatte das erste Mal nicht mit mir verbunden. Das kam dann so mit 15, wo ich dann angefangen habe, nach diesem Begriff zu googeln und dann festgestellt habe, ja gut, ich werde sexuell von Kindern angezogen und dann bin ich wohl pädophil. Woran hast du das denn festgemacht? Also irgendwelche Verhaltensweisen oder Fantasien? Das habe ich hauptsächlich daran festgemacht, dass ich mir beim Masturbieren halt Kinder vorgestellt habe und keine Erwachsenen. Die waren auch teilweise dabei, aber wirklich erregt haben mich Kinderkörper. Ist es für dich der Kinderkörper, der attraktiv ist, oder ist es mehr? Es ist mehr. Ich glaube, zum Anfang meines Coming-in war es tatsächlich nur für mich der Kinderkörper. Aber mit der Zeit habe ich auch festgestellt, dass ich mich in Kinder verliebe. In deren Charaktereigenschaften, in bestimmte Macken, die bestimmte Kinder haben. Und dann konnte ich mich das erste Mal verlieben und habe festgestellt, das ist mehr. Ich konnte verstehen, wovon Leute reden, wenn sie über Liebe reden. Nur, dass bei denen die entsprechende Person etwas älter war. Über die Zahl der Pädophilen in Deutschland kann keine konkrete Aussage getroffen werden. Schätzungsweise sind es 250.000, darunter auch Frauen. Pädophilie bedeutet, sich zu vorpubertären Kindern hingezogen zu fühlen. Für Tim sind Kinder beider Geschlechter im Alter von ca. 5 bis 11 Jahren interessant. Wenn ich von Liebe zu Kindern rede, dann empfinde ich wahrscheinlich was ganz anderes, als du es tust. Und manche würden das dann jetzt vielleicht auch irgendwie als krank bezeichnen. Wie siehst du denn das? Bist du krank? Ich bin garantiert nicht krank. Einen Menschen anhand dessen, was er denkt oder fühlt, als krank zu bezeichnen, finde ich, ich will jetzt nicht das Wort krank benutzen, weil damit tue ich genau das, was ich verurteile. Aber das, was ich fühle oder denke, das bleibt erstmal in meinem Kopf. Und man sollte Leute nicht an dem messen, was sie denken, sondern an dem, was sie tun. Um sich während seines Coming-ins seiner Sexualität bewusst zu werden, hat sich Tim in Selbsthilfeforen informiert und ausgetauscht. Präventionsstellen wie Kein Täter werden gab es damals nur in Berlin. Andernfalls hätte auch er eine Therapie in Betracht gezogen. Die mittlerweile in Hannover existierende Therapiestelle steht aus Kapazitätsgründen leider nicht für ein Interview zur Verfügung. Inwiefern wäre denn so eine Therapie sinnvoll für dich gewesen? Also was hätte die Therapie denn bei dir erreicht? Eine Therapie kann nicht meine sexuelle Neigung wegmachen. Das geht nicht. Das haben sie versucht bei Homosexuellen damals. Da hat das nicht funktioniert. Und das wird auch bei der Pädophilie nicht funktionieren. Somit ist das Einzige, wobei eine Therapie wirklich unterstützen kann, die Neigung als solche zu akzeptieren.
sie als Teil deiner Persönlichkeit zu begreifen und als etwas zu begreifen, was dich nicht in irgendeiner Form beherrscht. Tim ist mit seiner sexuellen Präferenz im Reinen. Der Austausch in Foren mit anderen Betroffenen, die sich sowohl gedanklich als auch körperlich in ihn hineinversetzen können, und der Rückhalt von Familie und Freunden haben ihm das Gefühl genommen, ein Einzelkämpfer zu sein. Trotzdem bleibt doch der Wunsch nach einer erfüllten Liebesbeziehung. Bist du denn glücklich aktuell? Ich bin zufrieden. Ich habe ein, ja, eigentlich glückliches Leben. Ich habe ein soziales Umfeld, was mich unterstützt. Und von daher kann ich sagen, ja, ich bin zufrieden, ich bin glücklich. Ich kann es, glaube ich, gar nicht ganz nachvollziehen, weil mir kommt dann gleich in den Sinn, wirst du jemals sowas wie ein erfülltes Liebesleben oder gar Sexualleben haben? Wie kann man denn dann zufrieden sein? Die Frage ist, was erwartet man vom Leben, denke ich. Wenn man unbedingt jetzt sagt, ich möchte eine Partnerin haben, mit der ich mein Leben lang glücklich bin, dann wird das wohl nicht funktionieren. Aber ich habe diese Erwartung gar nicht mehr ans Leben, sondern ich bin glücklich als Single mit meinen Freunden, mit meiner Familie, auch mit den Kindern, die mich umgeben. Okay, also es ist auch so, dass du dich privat mit Kindern beschäftigst, mit denen Zeit verbringst. Ist das die Art und Weise, wie du deine Pädophilie auslebst? Das kann man natürlich jetzt falsch verstehen, wenn man will, aber ja, natürlich. Ich kann meine Pädophilie in diesem Sinne ausleben, indem ich den emotionalen, den sozialen Part meiner Neigung auslebe. Und das Ganze, ohne in irgendeiner Form übergriffig zu werden oder den Drang überhaupt danach zu verspüren. Dadurch werde ich glücklich. Also, du redest gerade schon von Drang. Es gibt bei dir nicht diesen klassischen Trieb, den man immer vor Augen hat. Diese Kontrolle, die man über sich und seine Sinne und seine Triebe haben muss? Also der Sexualtrieb ist natürlich ein Trieb in irgendeiner Form. Aber es ist ja jetzt nicht so, dass der mich und mein Handeln beherrscht. Er ist ein Teil, klar, aber auch kein heterosexueller Mann fällt jetzt über jede Frau her, nur weil die über die Straße läuft und enorm gut aussieht für diesen Mann. Das ist für mich Normalität, dass dieser Drang eben nicht da ist. Gerade im direkten Kontakt mit Kindern geht die Sexualität als solche sehr, sehr zurück. Die Pädophilie wirkt sich jedoch bei jedem anders aus. Die Angst, übergriffig zu werden, existiert bei anderen Betroffenen. Tim toleriert solche sexuellen Übergriffe nicht. Er engagiert sich in Selbsthilfeforen, um anderen zu helfen, ihre Neigung für sich zu akzeptieren, gemeinsam Situationen realistisch einzuschätzen und Ängste gemeinsam anzugehen. Wie löst du denn das zurzeit? Gibt es bei dir gerade ein Bezugskind? Ja, momentan tatsächlich. Da genieße ich jeden Moment mit, den wir zusammen haben. Und ich denke, das beruht auch auf Gegenseitigkeit. Also sie ist, wenn ich da bin, gern in meiner Nähe und sucht auch aktiv meine Nähe. Es ist nicht so, dass ich mich hier in irgendeiner Form aufdränge, sondern es ist einfach ein ganz entspanntes Spielen, ohne in irgendeiner Form den sexuellen Aspekt dazu haben. Es ist ein Spielen, wie du vielleicht mit dem Kind spielen würdest. Vielleicht habe ich da andere emotionale Gefühle, die du vielleicht nicht hast. Aber wenn ein Kind mit dir kuschelt, wirst du das ebenso schön finden wie ich, denke ich. Tim erzählt, dass er schon mal eine Erektion beim Kontakt mit einem Kind hatte, diese ihn aber nicht zu einer aktiven Handlung getrieben hat. Seine Bedürfnisse stillte er in seiner Fantasie. Pornografische Videos sind dabei tabu. Unsere Kameras ziehen Kinder jedoch magisch an, was mich total aus dem Konzept bringt. Kann ich nicht. Das geht nicht. Also in dem Tierpark war es was anderes, weil wir uns da fortbewegt haben, aber hier kann ich das nicht. Ich finde das schön. Also ich finde, dadurch merkst du ja jetzt auch das Stigma, was momentan herrscht. Aber trotzdem hast du Angst, darüber jetzt zu reden, weil das falsch ankommen könnte. Und nun haftet das Stigma des triebgesteuerten, sozial isolierten pädophilen Menschen auch an mir. Dass aber Kinderschänder in den seltensten Fällen tatsächlich pädophil sind und dass Pädophile nicht zwangsläufig Kinder missbrauchen, diese Grenze muss man erstmal gedanklich ziehen. Tim, was stört dich denn zurzeit daran, wie das Thema Pädophilie in der Öffentlichkeit behandelt wird, angefasst wird? Momentan habe ich so den Eindruck, dass Pädophile für die meisten Menschen gleichzusetzen sind mit Tätern, mit Kindesmissbrauchenden, als Monster. Und das ist nicht so. Ich bin kein Monster.
Ich bin auch kein Täter. Das ist etwas, was mich stört. Hast du denn das Gefühl, dass es die Gesellschaft ist oder doch die Medien, die dieses Bild zeichnen? Ich glaube, da existiert eine Wechselwirkung. Also sicherlich hat der gesellschaftliche Umgang etwas damit zu tun, wie die Medien das repräsentieren. Aber auf der anderen Seite haben natürlich auch die Medien einen Einfluss darauf, wie der gesellschaftliche Umgang oder das gesellschaftliche Bild von Pädophilen ist. Von daher würde ich jetzt niemandem alleine die Schuld geben, sondern es sind alle in irgendeiner Form beteiligt daran, dass dieses Stigma existiert. Du hast ja jetzt den Schritt in die Öffentlichkeit gewagt. Ist das vielleicht ein Weg, um ja aufzuklären? Es ist sicherlich ein Weg, sonst würde ich ihn nicht gehen, denke ich. Aber er ist natürlich mit Risiken verbunden. Denn Tim rechnet durchaus mit beruflichen und privaten Konsequenzen, wie dem Ausschluss von ehrenamtlichen Tätigkeiten. Der potenzielle Kontakt zu Kindern könnte von Außenstehenden als Gefahr eingestuft werden. Ein Kontaktverbot hält Tim trotzdem für sinnlos. Ja, da bin ich definitiv gegen, weil die Pädophilie ist eine Eigenschaft von einem Menschen. Es gibt viele andere Eigenschaften, die zu etwas führt, was gegen den Willen eines Kindes ist. Das muss nicht nur ein sexueller Übergriff sein. Das können auch Gewalttaten gegen Kinder sein. Was wäre denn dann ein anderer Ansatz, mit euch umzugehen, mit eurer Neigung umzugehen? Naja, uns als Menschen zu behandeln. Was wünschst du dir denn persönlich für deine Zukunft? Gute Frage. Ich wünsche mir, dass ich solche Auftritte nicht mehr machen muss. Oder wenn ich sie machen muss, dass ich soziale Konsequenzen absehen kann. Sicher bin, dass ich meinen sozialen Status behalte, dass ich keine Freunde habe, die mir die Freundschaft kündigen, nur aufgrund dieser einen einzelnen Eigenschaft von mir, die garantiert nicht meine ganze Persönlichkeit ausmacht. Es gibt nicht den Pädophilen. Und auch ich kann Tim nur an seinen Worten messen. Seine Charakterstärke finde ich bemerkenswert. Ob ich mit einem für mich nie erfüllten Liebesleben glücklich sein könnte? Nicht-Betroffene, so wie ich, werden sich emotional nicht in ihn hineinversetzen können. Aufklärung kann hier helfen, Betroffenen die Angst vor sich und dem Outing zu nehmen, auch um eventuelle Gefahrensituationen abzuwenden. Denn auch Tim wüsste nicht, wo er ohne den Rückhalt seines Umfelds heute stünde.